Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, dass ich euch zeige, wie ihr eurem Pferd beibringt, zu lachen oder auch Nein zu sagen. Also bei dem Nein sagen bin ich im Moment selber so ein bisschen mit dem Negro dran und da sind wir noch nicht so ganz in der Übung. Aber ich kann euch gerne zeigen, wie ihr das anfangt mit eurem Pferd und wie ihr euch das halt selber auch beibringen könnt und auch wie ihr eurem Pferd Smile beibringen könnt. Denn eigentlich sind das so zwei Lektionen, die können eigentlich wirklich alle Pferde und eigentlich müsstet ihr auch ganz gut damit klarkommen, weil so schwer ist es gar nicht. Also bevor ich die Lektion mit meinem Pferd mache, auch wenn es eigentlich nur darum geht, dass das Pferd irgendwie seine Lippen hochhebt oder den Kopf schüttelt, mache ich trotzdem vorher schon mal ein bisschen Bodenarbeit. Einfach damit das Pferd auch weiß, dass jetzt Bodenarbeit angesagt ist und dass er so ein bisschen ja, in dem Modus drin ist, sage ich jetzt einfach mal. Also alles einfach mal so ein bisschen abrufen. Egal ob, nein, richtig, den spanischen Schritt. Gut. Oder auch, hast du gut gemacht. Komm her. Ja. Oder auch mal den Walzer mit reinnehmen. Sehr gut. Einfach nochmal so ein bisschen all das, was ihr könnt, wenn ihr den spanischen Schritt, den Walzer, das Verbeugen, das Liegen einfach noch nicht könnt, ist das überhaupt nicht schlimm. Auf, weil macht einfach das, was ihr könnt. Könnt ihr longieren, könnt ihr ein bisschen mit ihm Schritt gehen, die Übungen machen, die ich euch mal ganz am Anfang gezeigt hatte, mit dem Pferd nach vorne laufen, ist führen, stehen bleiben, wenn ihr stehen bleibt. Sowas könnt ihr dem alles so ein bisschen beibringen und so ein bisschen mit dem machen, damit er checkt, okay, jetzt ist Reiten nicht angesagt, aber jetzt lässt ihr mich auch nicht hier einfach wild laufen, sondern jetzt wird gearbeitet. Also zuallererst zeige ich euch mal das Steigen. In der einen Hand entweder Leckerli oder Möhre, damit das Pferd so ein bisschen danach greifen will. Weil ihr seht ja, der will immer so ein bisschen da dran. Ärgert ihn ruhig so ein bisschen mit da dran. So, sehr gut. Damit er schon so die Lippe nach vorne bewegt. Ihr seht ja, wenn das Pferd versucht, nach dem Leckerli zu schnappen, macht er schon so die Lippe nach vorne. Und das ist genau das, was ihr rausfordern müsst. Das Gehen ist jetzt so eine kleine Stressreaktion von ihm. Das macht er, wenn er das Leckerli einfach nicht bekommt. So, und dann zeigt ihr einfach Smile. Negro, jetzt fängt er schon wieder an zu gehen. Negro. Smile. War jetzt auch gut. Negro, Smile. Sehr gut. Also so sieht das dann aus, wenn eure Pferde das dann machen. Ja, super. Und ihr müsst es immer weiter herausfordern. Spielt ihn so ein bisschen an der Lippe und macht den Finger so hoch. Und immer wieder nach oben führen. Und irgendwann fangen die ganz von alleine an zu flämen. Guckt, also wenn ihr gerade auch so nach oben beißt und die Lippe die ganze Zeit so zu eurem Finger reckt, das ist ja auch schon so ein Ansatz, die Lippe richtig hochzuheben. Good. Smile. Sehr gut. Sagt immer wieder das Wort dabei, sobald ihr einen Ansatz macht. Am Anfang wisst ihr ja, man lobt jeden Ansatz. Egal, ob ihr nur so ein bisschen die Lippe nach vorne macht oder ein bisschen mehr. Man fängt immer direkt an zu loben. Und das bitte innerhalb von 5 Sekunden, sage ich jetzt mal. Weil das muss echt zackig gehen. Er muss wissen, das habe ich gut gemacht. Sonst hat er wieder vergessen, hä, war das jetzt gut, die Lippe zurückzunehmen oder nach vorne zu strecken. Also da müsst ihr wirklich schnell sein. Und dann versucht ihr immer weiter nach oben. Und wenn er dann so ein bisschen mehr schon die Ansätze dazu hat, sagt ihr immer wieder Smile oder Lachen oder ihr könnt euch auch ein eigenes Wort dazu ausdenken, das ist gar kein Ding. Macht einfach, wie ihr denkt und irgendwann assoziiert das Pferd entweder nur mit dem Heben des Fingers oder mit dem Sagen vom Smile, hebt er dann schon die Lippe. Nee? Wenn der Negro in der Box steht, dann kann ich es auch mit dem, dass ich dem die Zunge rausstrecke und er fängt an zu flämen. Also das ist auch immer richtig lustig, wenn die Leute dabei zugucken. Also ich laufe jetzt gerade mal so ein bisschen mit dem Negro hier durch die Halle, damit er auch einfach mal auf andere Gedanken kommt, damit er kurz mal frei werden kann und nicht an dieser Übung verzweifelt. Weil wenn ihr das die ganze Zeit macht und eurem Pferd die ganze Zeit sagt, dass er das machen soll und er kriegt ja am Anfang noch nicht so gut hin, ganz verständlich, dann können die Pferde auch daran verzweifeln. Dann verlieren die den Spaß, haben keinen Bock mehr, fangen euch nur noch mehr an zu dominieren oder stellen sich in die Ecke und haben Bock auf gar nichts mehr. Oh, Negro, nicht so schnell. Langsam. Ja, und deswegen einfach mal kurz was anderes machen. Ihr könntet natürlich auch, hey, weiter nach vorne. Sobald Geräusche von draußen kommen, ist der Negro am Rennen. Nee, also einfach mal was Neues machen. Ihr könnt auch noch mal eine Bodenarbeitsübung mit ihm machen. Das könnt ihr ganz entscheiden, wie ihr das möchtet. Und danach kann es auch wieder weitergehen. Das Flämen ist ja eigentlich eine natürliche Reaktion von
einem Pferd oder extremer auf jeden Fall von einem Hengst, wenn er irgendwas gut findet. Wenn er irgendwie an einer Stute riecht oder so, dann fangen die ja mal an zu flamen, weil er das toll findet, weil er den Geruch irgendwie interessant findet. Und deswegen könnt ihr das natürlich bei einem Hengst noch ein bisschen mehr herausfordern und wahrscheinlich wird er es auch so ein bisschen schneller checken als eine Stute. Aber einer Stute kann man es genauso beibringen. Ich sag nur, bei ihm hat es jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 2 Tage gedauert oder so, dann hatte der das auch schon drauf, weil er das halt auch extrem gerne macht. Wenn man dem Hustenbonbons gibt, dann macht er das auch, weil er den Geruch so gerne mag. Und wenn ihr sowas habt, was das Pferd extrem gerne isst oder wo ihr wisst, okay, wenn er das riecht, dann flammt er, dann könnt ihr ihm aus, der darf es nur nicht zu oft machen, sonst wird es ein bisschen nervig, dann könnt ihr ihm das vor die Nase halten und in dem Moment euer Kommandowort sagen. So könnt ihr natürlich auch noch mal ein bisschen rausheben, dass er weiß, oh warte mal, jetzt habe ich ja gerade meine Lippe gehoben, die hat das Kommandowort gesagt und ich habe es bekommen. Also da könnt ihr auch noch mal ein bisschen mitarbeiten, wenn ihr wirklich sagt, hier irgendwie durch dieses Antitschen oder den ein bisschen da vorne zu ärgern, macht er das nicht. Digo, weiter. Jetzt kommen wir zu Lektion Nein sagen. Das ist eigentlich extrem einfach und noch einfacher sogar wie das Smile. Weil da müsst ihr nichts vom Pferd herausfordern oder müsst ihr nicht zwingen, irgendeine Bewegung zu machen. Ihr macht es ganz einfach eigentlich mit einem Trick. Auf jeden Fall nehmt ihr einfach eure Gerte, führt die zum Ohr eures Pferdes. Man hat die schon im Augenwinkel gesehen. Führt die zum Ohr des Pferdes und kitzelt den so ein bisschen da dran. In dem Moment schüttelt jedes Pferd seinen Kopf, wirklich. Also es kann mir keiner erzählen, dass das Pferd sich einfach so im Ohr rumpulen lässt. Und in dem Moment sagt ihr einfach Nein. Und in dem Moment, wo ihr Nein sagt, merkt das Pferd, okay, jetzt kam vom anderen Wort und ich habe meinen Kopf geschüttelt. Und das macht ihr wirklich einfach genauso wie im Smile immer und immer wieder und hört nicht damit auf. Danach natürlich immer wieder Leckerli geben. Nico, Nein. Gut. Und das macht ihr immer wieder, weil das Pferd sieht schon die Gerte im Augenwinkel, Nein, und macht Nein, okay? Irgendwann könnt ihr versuchen, das einfach mit einem Kommandowort, Nein, gut, einfach dann zu sagen, Nein, Nico, Nico, Nein, 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 sehr gut. Jetzt habe ich das zu oft mit ihm gemacht, dieses Flammen, dann wieder Nein sagen und jetzt wusste er kurze Zeit nicht mehr, was er macht. Das hier ist jetzt auch so, egal was ich jetzt mache, ich bekomme Leckerli. Hallo. Sehr gut. Wenn ihr einfach ein Pferd habt, was sehr, sehr nach außen geht, das sehr impulsiv ist, temperamentvoll, dann wird es das auch machen. Es wird es immer wieder anbieten und es wird nicht mehr aufhören damit. Ihr müsst es einfach unter Kontrolle halten. Gebt ihm keine Leckerlis mehr, schubst ihn weg oder reagiert einfach gar nicht darauf. Sehr gut. Wenn er aufhört, hey. Nein. Nico. Nein. Gut. Nein. Nein. Jetzt wieder so eine kleine Phase. Nein. Gut. Feiner. Also wie gesagt, ich kann es jetzt, ich komme schon gar nicht mehr mit der Gerte an sein Ohr. Aber einfach, sehr gut, feiner. Einfach wirklich mit der Gerte ins Ohr gehen, immer ruhig mit der Rückseite, da habt ihr ein bisschen mehr Kontrolle drüber, wie wenn ihr die so rumnehmt, dann ist das immer so ein bisschen schwieriger. Das ist gut. Obwohl manche Pferde auch besser auf die Seite reagieren, weil da so ein kleiner Bommel dran ist, aber der Nico merkt das nicht in seinem Ohr. So, jetzt habt ihr so ein bisschen gesehen, wie ich das gemacht habe, natürlich auch mit dem Nein sagen, mit dem Flämen und alles in allem ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, ihr habt eigentlich gesehen, dass mit so kleinen Kniffen eigentlich die Lektionen sehr leicht beizubringen sind. Nur wie gesagt, macht es nicht zu oft, habe ich euch gerade eben schon gesagt. Es wird wirklich zu intensiv. Es wird auch zu viel fürs Pferd. Es kann den Spaß daran verlieren und dann ist es einfach auch nicht mehr schön, sondern einfach nur nervig. Und wenn ihr schon anfangt mit dem Kommando, denkt euer Pferd sich direkt, okay, Kopf abschalten. Auf das Ganze habe ich einfach gar keinen Bock. Und ja, ich hoffe natürlich, es hat euch geholfen und ihr könnt das euren Pferden jetzt auch beibringen. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben und einfach mal schreiben, ob es euch geholfen hat. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch so für Fragen hättet, also was ich euch noch beantworten soll. Dann mache ich auch gerne nochmal ein Video darüber und gehe einfach nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann und bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.